Hi Leute, heute habe ich ein Video, wo ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt für euch. Und zwar habe ich neulich beim Stöbern im Internet den 15 persönliche Fragen über mich Deck gefunden und dachte mir, dass das doch eigentlich eine sehr gute Idee ist für ein Video. Es sind 15 Fragen, die sehr persönlich sind und die ich so, glaube ich, auch noch nie euch beantwortet habe. Ich habe hier jetzt mein Handy und dort werde ich gleich die Fragen auch aufploppen lassen und sie dann vorlesen und natürlich auch wahrheitsgemäß beantworten. Ich habe mir die Fragen jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich durchgelesen, sondern nur die ersten 5 und bin deswegen selbst gespannt, was denn da so stehen wird. Und ich hoffe, es wird nicht gar zu peinlich, wenn ich die Fragen beantworten muss. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, es macht euch Spaß, dieses Video zu sehen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Frage Nummer 1. Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Nein, zumindest gibt es den nicht mehr. Früher gab es den tatsächlich. Mein Vater hat mich gerne Kattel genannt. Allerdings mochte ich diesen Namen gar nicht und habe dann einfach angefangen, nicht mehr zuzuhören, wenn er diesen Namen gesagt hat. Und seitdem hat er es tatsächlich sein lassen. Ja, und jetzt heiße ich einfach für alle Kathi. Frage Nummer 2. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Ich weiß nicht, ob man das als seltsame Angewohnheit bezeichnen kann. Aber manchmal mache ich so. Also ich streiche mir praktisch meine nicht vorhandenen Haare hinters Ohr. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie geblieben ist von früher, als ich noch lange Haare hatte, oder ob das einfach so ein Tick von mir ist. Aber ich würde schon sagen, dass es eine ziemlich seltsame Angewohnheit ist, weil ich das ja auch in der Öffentlichkeit mache und die sich dann sicher denken, was macht die da? Frage Nummer 3. Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Ich glaube nicht. Zumindest nicht seltsame Phobien natürlich. Zum Beispiel habe ich Angst vor Spinnen, also großen Spinnen. Da laufe ich dann schon gerne schreiend weg, aber ansonsten habe ich keine Phobien, also die seltsam sind. Frage Nummer 4. Welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? Da gibt es, glaube ich, schon ein paar, besonders Schlagermusik. Weil ich möchte natürlich nicht zugeben, dass ich Schlagermusik doch ganz cool finde und deswegen höre ich das immer nur, wenn ich alleine bin. Und bei einem Song gibt es dieses Phänomen tatsächlich, dass ich richtig doll aufdrehe. Und zwar bei dem Song Alle deine Küsse von Jörn Schlönvogt. Ich mag Jörn Schlönvogt nämlich sehr gerne, der spielt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit und den mochte ich da schon immer gerne und dann habe ich entdeckt, dass er singt. Und seitdem mag ich dieses Lied, aber es ist wirklich so schnulzig, gibt es gerne bei YouTube mal ein, dann wisst ihr, über was ich rede, dass man es nicht öffentlich laut hören kann. Also zumindest nicht, wenn man so ein kleiner Deutschrock-Rap-Fan ist wie ich. Frage Nummer 5. Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Puh, ich glaube, da gibt es sehr viel. Unter anderem ärgere ich mich zum Beispiel meistens, wenn ich etwas nicht kann oder nicht gleich schaffe. Oder ich ärgere mich auch, wenn das WLAN nicht funktioniert, was es auch manchmal tut. Da wir hier ja auf dem Dorf leben, ist das Internet natürlich noch nicht so hundertprozentig perfekt wie in einer Stadt. Und ich glaube, es gibt noch unzählige Dinge mehr, aber mir fallen jetzt gerade im Moment keine ein, die ich euch noch erzählen könnte. Frage Nummer 5. Was tust du, wenn du nervös bist? Wenn ich nervös bin, dann schiebe ich meine Brille rauf oder runter, kommt darauf an. Oder aber ich wippe mit den Füßen, beziehungsweise eigentlich immer nur mit einem. Oder ich spiele so mit den Fingern, beziehungsweise trommle auch gerne auf einem Tisch herum. Oder mache dasselbe, wie ich bei den seltsamen Angewohnheiten schon erzählt habe. Und früher habe ich auch an meinen Nägeln gekaut, allerdings habe ich das jetzt zum Glück sein lassen. Denn mit den Fingern tippeln und Füße wippen sind weniger stressig für meine Finger, als daran zu kauen, wenn ich nervös bin. Frage Nummer 7. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Das kann ich nicht beantworten, weil ich habe ein Einzelbett, wie ihr vielleicht wissen könntet, wenn ihr meine Videos schon öfter verfolgt. Und wenn man ein Einzelbett hat, dann schläft man natürlich überall, wo es einem gerade passt. Meistens liege ich an der Mitte oder ganz an der Seite und falle dann fast aus dem Bett manchmal.
Frage Nummer 8. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Puh, ich weiß den Namen nicht mehr. Allerdings weiß ich noch, dass es so ein grauer Bär war. Ich glaube, er war so groß ungefähr und er konnte sitzen. Aber den Namen, den weiß ich nicht mehr. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Frage Nummer 9. Welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? Das ist so eine Frage, die ich nicht beantworten kann, denn hier in Südtirol haben wir kein Starbucks und ich war noch nicht in Deutschland, um ein Starbucks zu besuchen. Allerdings möchte ich sehr, sehr gerne mal dorthin. Ich weiß, dass es sehr überteuert ist, aber ich möchte gerne ein einziges Mal ein Getränk bei Starbucks trinken, weil ich irgendwie immer voll Lust darauf bekomme, wenn ich auf Instagram rumsurfe und dann sehe, wie sie alle so ein geiles Getränk in den Händen halten. Frage Nummer 10. Gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber selbst nie einhältst? Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Und wenn, dann würde ich es, glaube ich, auch niemals zugeben. Frage Nummer 11. In welche Richtung schaust du beim Duschen? Geradeaus. Beziehungsweise, ja doch, es ist geradeaus. Weil ich habe ja so eine Eckdusche und dann stehe ich natürlich auch so in der Ecke und gucke dann auf die Seite oder aber auch auf die, das kommt dann darauf an, aber geradeaus. Meistens sehe ich dann einfach auf die Wand bzw. auf das Milchglasfenster im Badezimmer. Das war aber echt eine weirde Frage. Frage Nummer 12. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Ich glaube nicht, außer man könnte das da dazu zählen, also das kann ich mit allen Fingern so. Aber auch nur mit links. Ich weiß nicht, ob man das zählen kann, weil es ist ja vielleicht nicht ganz so seltsam. Oder aber ich kann das. Nee, das müsste ich mit der rechten Hand machen. Da merkt man richtig, wie der Knochen raushüpft. Man sieht es wahrscheinlich jetzt in der Kamera nicht so, dass es so krass aussieht. Aber meine Mom verdreht dann immer schon die Augen, wenn ich das so mache. Frage Nummer 13. Gibt es eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gern isst? Also ich denke mal, mit schlechtem Essen ist Fastfood und so gemeint und natürlich esse ich Fastfood. Wer liebt denn Fastfood nicht? Ich esse natürlich Burger gerne, vorzugsweise auch von McDonald's, wenn ich mal in Bozen bin. Oder aber ich esse auch gerne Pizza, das ist mein absolutes Lieblingsgericht. Lasagne gehört auch noch zu meinen Lieblingsgerichten und natürlich alles, was schokoladig ist, außer es beinhaltet Marzipan. Und deswegen bin ich schon wirklich so ein riesengroßer Fan von diesem schlechten Essen. Aber ich komme davon auch nicht los. Und ich möchte es, glaube ich, auch nicht, denn ich liebe es viel zu sehr, um es plötzlich nicht mehr zu essen. Frage Nummer 14. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Nein. Ich benutze selten Redewendungen und wenn, dann sage ich manchmal, Ordnung ist das halbe Leben und ich lebe in der anderen Hälfte. Und wenn ich mich gerade so in meinem Zimmer umsehe, dann bin ich froh, dass ich diesen Hintergrund mit der Tür gewählt habe. Ansonsten könntet ihr nämlich dieses Chaos auf meinem Schreibtisch bewundern oder das Chaos auf meinem Boden. Was ich auch noch gerne sage ist, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich irgendwo irgendwann eine neue. Weil ich das einfach wirklich so finde. Es gibt ja so viele Situationen im Leben, wo man diese Redewendung gut gebrauchen kann und so ist es auch bei mir. Denn ich stehe ja manchmal vor zwei Entscheidungen und denke mir dann, was würde ich machen und dann sage ich dieses Sprichwort zu mir selbst, wenn man das als Redewendung bezeichnen kann. Und dann kann ich mich manchmal auch ein bisschen leichter entscheiden. Und dann kommen wir auch schon zur 15. und letzten Frage und die lautet: Zeit zum Schlafen, was hast du wirklich an? Ich trage ein Pyjama, beziehungsweise ein sehr großes T-Shirt, das meistens von meinem Dad kommt, weil es ihm zum Beispiel nicht passt, weil er es von irgendeiner Firma geschenkt bekommen hat und die sind dann immer so richtig fluffig und lang und das ist einfach das allerbeste, was man tragen kann. Da muss man nicht Geld für ein Nachthemd ausgeben und dann trage ich auch meistens noch eine Hose dazu. Im Winter eine lange und im Sommer eine kurze. Und wenn es im Sommer dann so ist, dann trage ich auch meistens dann nur mein Unterhemd. Ja, dann hoffe ich sehr, euch hat dieses Video gefallen.
Und ihr könntet noch ein bisschen mehr über mich selbst erfahren, denn ich liebe solche Videos immer, wo man so ein kleines bisschen mehr über die Person hinter dem Kanal erfahren kann. Und ich werde das natürlich auch öfters so machen. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, euch hat auch dieses Video heute gefallen. Wenn ja, gebt ihm gerne eine positive Bewertung, denn darüber freue ich mich immer. Ihr dürft mir auch gerne einen Kommentar in den Kommentaren da lassen. Das beantworte ich auch sehr gerne und ihr kriegt auch ein kleines Herzchen von mir. Hier drüben könnt ihr mich kostenlos mit einem Klick abonnieren, denn ich heiße immer jeden herzlich willkommen. Und hier drüben verlinke ich euch nochmal zwei Videos, wo ihr ein bisschen mehr über mich erfahren könnt. Ich denke, ich verlinke einfach den 30 Facts About Me Tag. Und ja, wir sehen uns dann nächsten Samstag im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut raus, macht es gut, ciao!